Hallo Leute und willkommen zurück zu Let's Play Mittelerde Mordors Schatten. Weiter geht's. Und, boah. Ich hab jetzt da. Ich nehme wieder spät auf, weil Zelda den ganzen Tag durchgerendert ist. Und besser gesagt, ich hab viel zu spät dran gedacht, dass ich Zelda ja noch. Cutten und durchrennen muss. Ich dachte, ich muss es nur noch cutten. Verbesserung. Ja, wir brauchen nur noch 460 Macht. Ja, denn. Das wäre ja ganz praktisch, ne? Nur ruck der Poet, machen wir gleich mal platt. Und ja, wir machen heute endlich die Story. Keine Sorge. Wenn du mich beißt, beiß ich zurück. Öffnet den Käfig! Können wir von dem die Schwäche? Nein. Okay. Nicht immun gegen Fernkampf. Oh cool, mein Tod war gerecht. Zack, weg ist er. Ich würde gerne auf ihn raufspringen, wenn es. Oh nein! Lass die Sklaven in Ruhe! Stopp! Habe ich jetzt noch, okay. In Fokus und in Pfeile wird das als nächstes investiert, würde ich sagen. Bumm, der Häuptling. Das machen wir erstmal. Die Legenden machen wir später mal. Also, mache ich jetzt nicht. Ich mache jetzt erstmal ein bisschen Story, weil wir es. Ja. Weil wir prozentweise wenig Story gemacht haben. Dazu muss ich aber sagen. Es ist einfach wenig Story zu machen in diesem. Es gibt unglaublich viel extra zu machen. Und. Ja. Schleicht da jemand umher? Also, wie es meistens in diesen Spielen der Fall ist, tatsächlich. Gibt es viel mehr außenrum zu machen als Story. Da das Ganze außenrum aber erst wirklich interessant ist, wenn man mit der Story schon fast durch ist. Ist das ein bisschen doof. Der Häuptling. Eliminiere den Häuptling, sodass auch der dunkle Herrscher selbst von deinen Taten erfährt. Belohnung plus 70 Macht. Mock, der andere Zwilling. Sorg einfach dafür, dass du den Platz des toten Häuptlings einnimmst. Der Häuptling lebt noch. Dann werde ich ihn jetzt umbringen. Oh, guter Plan. Ich bin gleich hinter dir. Es klappt. Eine Übungsanlage.
Sehen wir doch mal, wie die Soldaten des Häuptlings sich im echten Kampf schlagen. Rüttle am Käfig und erwecke das Biest in ihm. Warum sonst sind diese Menschen... Mit einer Vorsprungtötung soll ich einen umbringen. Wenn Red es schafft und neuer Häuptling wird, ist es nur eine Frage der Zeit, bis er uns zur schwarzen Hand führt. Redback hat zugleich Gorod und den Henker getötet. Wie ist das nur möglich? Schnauze. Zack. Morg, 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 Morg. Die Qualen meines Zwillings sollst du zweifach erfahren. Ja, Schnauze. Der hatte doch nicht wirklich irgendwelche Schwächen, oder? Mensch, lass mich doch mal bloß seine Schwäche an. Mach ich's halt so. Ja, der hat ja keine Schwächen. Heilt, ja, ne? Ich begreife es nicht. Wie konntest du mich schlagen? Ich bin besser als du. Und dezent overlevelt für diesen Abschnitt, würde ich sagen. Wir haben es geschafft. Jetzt halte dich an unsere Abmachung. Oh, nur keine Sorgen. Häuptling Redback, passt auf, dass dir hier niemand deine schmutzigen Pläne durchkreuzt. Gut. Doch Redback spricht nicht für die anderen Häuptlinge. Um die mache ich mir keine Sorgen. Leist du mir denn? Ich brauche eine schärfere Klinge. So. Redback zum Häuptling befördert. Boom. Wir haben einen Fähigkeitspunkt bekommen. Oh, cool. Das dunkle Monument. Fähigkeit freischalter. Was können wir uns denn holen? Der Todesdruck, der Brandfall, Geiststoß. Also ihr seht, das sind die Fähigkeiten, die man in der Story noch freischaltet. Und die nächste Story-Freischaltung wäre hier. Da sind wir mit fast hier schon dezent sehr weit. Brandfall, tödlicher Schandangriff. Schulterstoß, Dolchhagel. Dolchhagel war ganz praktisch. Ich glaube, Todesdrohung ist ganz. Holen wir uns erstmal das. Der Unsterbliche. Das ist. Tschüss, Orpheus Sturm. Machen wir aber erstmal die ganzen ausgestoßenen Rettungsaufträge und so weiter durch.
wenn wir jetzt Uferes Sturm so nicht mehr haben. Müssen wir halt genügend Marianne holen dafür. Und ja. Oh, ich freue mich. Ich werde, glaube ich, heute einen. Also, doch, ja, ich weiß nicht, ob das heute oder morgen sein wird. Heute kommt das Spiel auf alle Fälle raus. In so ein paar Stunden, nehme ich mal an. Nämlich Fire Emblem Three Houses. Ich habe die Limited Edition vorbestellt. Freue mich schon sehr darauf. Ja, ist mein erstes Fire Emblem. Und ich dachte, mit Three Houses ist gut zum Anfang. Weil einfach mir hat die Story so gut gefallen, als ich es auf den ganzen Präsentationen gesehen habe. Ich bin zwar kein Fan vom Kampfsystem. Ich mag schon Strategiespiele. Das System mochte ich aber aus irgendeinem Grund noch nie. Bitte hilf mir. Weil ich jetzt aber in letzter Zeit so viele andere Strategiespiele gespielt habe. Habe mir gesagt, du machst das mit Fire Emblem Three Houses doch auch, wenn dich die Story interessiert. Und wenn schon erst das Fire Emblem, dann richtig. Ja, und deswegen als Limited Edition habe ich mir einfach wegen dem Soundtrack vorbestellt. Ich bin halt so ein richtiger, oh, Spiele-Soundtracks, das ist richtig so. Spiele-Soundtracks ist mein Ding. Zack. Danke, Waldläufer. Unsere Freunde sind in der Nähe. Warum ist das hier... Also warum sind die neuen Assassin's Creed nicht so wie dieses Spiel hier? Das schafft super gut die Brücke zwischen RPG-Elementen. Ja. Und dem, wofür Assassin's Creed so bekannt ist. Ich weiß nicht. Wir waren nicht allein. Bitte finde unsere Freunde. Action... Das ist ein Action-RPG hier und sowas. Ich meine, Assassin's Creed war ja eigentlich immer mehr Action als RPG, aber... Wenn sie unbedingt in eine RPG-Richtung gehen wollen, macht das aber von mir aus. Ich meine, niemand will es, außer die Entwickler. Ja. Kein Fan der Spieleserie mag das. Außer die Leute, die jetzt die neuen Editionen kennengelernt haben. Und dass sie es jetzt mögen mit dem neuen System und das alte System nicht mögen. Das ist, ja. Brandpfeil. Weg ist er. Ich hätte vielleicht eine Kampfaufzählung machen sollen. Weg ist er. Ich glaube, der Häuptling ist ein Kommen, ne? Da drüben sind noch mehr von uns. Bitte hilf ihnen. Sonst würde ich ihn ja hier sehen. Ja. Scheint so. Naja. Doof gelaufen. Ja, was als. Zack. Bumm. So macht man das. Waldläufer, hilf uns.
Informationen. Ach, hier stehen schon wieder ganz viele. Ach, der gehört zu Redback. Wo kommen die denn alle schon wieder her? Zack. Belohnung, dann Marian. Hier ist direkt die nächste Sache. Ja. Das ist doch. Ist das die Mission? Ich guck mir mal kurz an, was bei der Beschreibung steht. Ja. Das ist die Mission. Okay. Dann warten wir jetzt mit der Mission, bis wir die machen noch. Ach, verdammt, ich hab vergessen, das vorzulesen, ne? Ah. Ich nehme das ja zum Glück im Voraus auf, dann drücke ich da kurz Pause. Also für euch habe ich es jetzt vorgelesen. Ich habe es reingeschnitten. Ich habe einfach Freeze Frame gemacht und. Oh, ich soll Lux mit einem Angriff von oben töten. Dreh dich weg. Ah, gesehen. Da muss ich doch nicht rein. Den Tieren muss ich sowieso nochmal von vorne anfangen. Zappel nicht auf! Wenn es jetzt länger dauert, dann schneide ich euch den finalen Versuch nur rein. Nicht mehr die einzelnen. Er verbarg sich unter den Soldaten des dunklen Herrschers, um einen nach dem anderen lautlos zu töten. Er würde nicht tun, bis sie dem Lager von Panik erfasst flohen. Entflohen oder so, egal. Klingt nach mehr so Medium-Deutsch. Wer bist du? Mugluk. Mugluk, der Giftige. Na wunderbar. Also nur Sklaven. Die Uruks sind ja alle schon tot. Habe ich ja schon umgebracht. Er hat mich nicht entdeckt. Oder? Ah, hat er. Okay. So, zack. Du bist ein Opfer, dass ich gleich nach. Ich dachte, wenn ich die beide zuerst mit dem Bogen erschieße und der mich nicht sieht wegen dem Winkel. Okay, das sind zwei. Sehr schön. So, den locke ich her. Dann bringe ich ihn mit einer Vorstoßtötung um. Sag Bescheid, wenn du ihn siehst. Ich werde ihn noch in der Luft mit meinen Bolzen durchlöchern. Keiner von euch ist ein Armbrustschützer, also. Die sollen mich eigentlich bloß nicht sehen. Gehört. Ein Mörder ist unterwegs. Der Wald.
Hä? Was? Oh, der hat die Wand getroffen und nicht den Uruk. Willst du mich eigentlich verarschen? Das hasse ich, wenn ich die Grafik so hochgedreht habe, aber die Boxen trotzdem nicht mit der guten Grafik übereinstimmen. Ja. Das nervt super. Blicke der Toten auf mir lasten. Scheiße. Weg. Da stehen wieder zwei nebeneinander, das wird wohl eher weniger. Mugluk. Mugluk steht immer noch da. Noch einen dritten mit einer Schlechttötung von oben umbringen. Und noch drei ohne gesehen zu werden, das ist echt schwer. Verdammt, da kommt ein anderer. Nein! Oh! Nein. Tu das nicht. Einer von euch zündet hier irgendwelche Leuchtfeuer an. So. Hab ich da gehört? Okay, ihr seht nur den finalen Versuch, den schneide ich rein. Das können hier nämlich wohl noch eine Weile dauern. Zack. Vor allem, wenn ich mal versuche, das Sonderziel mit zu erfüllen. Ach ja. So. Gleich haben wir's. Okay, um den kümmert sich keiner. Der da unten sieht auch einzeln aus. Zack.
Komm her. Schleicht da jemand umher? Yes! Okay, dann schau ich jetzt schnell hier mal die fehlgeschlagenen Versuche raus. Zack. Geflüster des Todes. Ich habe gleich sowieso wieder die Mission aktiv, also löst hier ruhig den Alarm aus. Geflüster des Todes. Jeder Diener des dunklen Herrschers, der in dieser Nacht seinem Ruf folgte, sollte den Morgen nicht mehr erleben. Ich darf mich nicht entdecken lassen. Und von vorne. Auch hier schneide ich euch wieder den finalen Versuch rein. Huch, wieso bin ich denn hier gelandet? Ich muss den ganzen Weg zurückklatschen. So, genau, dann gibt es davon noch den finalen zu sehen und dann reicht das mit der Arcade-Länge. Ja, ich habe Lust, ich habe Zeit, ich bin noch wach genug, nehme ich heute einen zweiten Part auf. Und ja, ich arbeite gerade, ich habe schon angefangen an dem Best-of als 100. Part Breath of the Wild. Das wird aber, wie gesagt, ohne Passwort noch weiter dauern. Ich muss jetzt ein Best-of aus den vorigen 99 Parts zusammenschneiden. Ja. Das, wird das ein sehr langes Best-of. Und B wird das jede Menge Zelda, was ich mir angucken muss. Und dann die besten 10.000 Tempel. Was es noch schwieriger macht, ist super unangenehm, meine eigene Stimme zu hören für mich und meine eigenen Videos zu gucken, ist für mich irgendwie so mal. Kommt diesmal wieder da einer lang. So. Huch, ach, Muckluck. Da unten sind jetzt auch keine Orks, die irgendwie sagen könnten, da ist ja eine Leiche. Komm mal mehr hier rüber. Ist ja schon wieder der nächste. Mir wird jetzt das Zusatzziel nicht mehr angezeigt. Das ist irgendwie, das gefällt mir nicht. Es gibt keinen triftigen Grund, warum ich nicht dazu in der Lage sein sollte, das noch zu erledigen. Das sind ja ganz viele. Ui, ui, ui.
Besuch. Der Uruk ist tot. Huch. Jetzt terrorisiert er den. Den habe ich angelockt. Cool. Ja, dann würde ich an dieser Stelle sagen, ach, wisst ihr was, wir prügeln noch Mukluk. Zack, Mukluk ist weg. Kein Alarm. Kein Alarm. Meine Rune. Gunst der hohen Dame haben wir bekommen. Das ist. Die sind. Das ist das Zeug. Genau, Gunst der hohen Dame ist das, was ich immer mag. Ah. Mit der Natur. Blablabla. Dann tun wir mal versteckte Klinge raus für Gunst der Hohen Dame. Gunst der Hohen Dame ist einfach. Ah, Gunst der Hohen Dame ist einfach wichtig. 1000 haben wir schon. Ja, können wir uns gleich ja. Mehr Ebengeschosse und mehr Fokus kaufen. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Aber dann würde ich trotzdem erstmal sagen, das war's an dieser Stelle mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst eine Bewertung da. Möge die Macht mit euch sein. Und tschüss.